Herr Kicke, wir laden Sie ja sehr oft zu uns in die Zwei-Studie ein. Fast nie nehmen Sie jedoch unsere Einladung an. Warum eigentlich nicht? Naja, weil der ORF zu einem Sammelbecken links-linker Gutmenschen verkommen ist. Und zu dieser selbsternannten linken Elite zählen auch Sie, Herr Wolf. Herr Kicke, ich bitte Sie, das ist doch absurd. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich selbst wurde auf Ihrem Sender ja zum wiederholten Male als Zwerg dargestellt. Und Ihr Song ist nett, dass das Satire sein soll. Naja, wie groß sind Sie denn? Stolze 88 Zentimeter groß. Mit 88 Zentimetern würde ich Sie dann aber doch auch objektiv als Zwerg bezeichnen. Das schaut Ihnen ähnlich, Sie grauslicher Bolschewist. Denken Sie etwa, ich wäre der Kanzler des zwergigen Volkes? Mitnichten, Herr Wolf, mitnichten. Das täte Ihnen so passen. Nein, ich bin der Volkskanzler Kickeln, der Fukaki. Herr Kicke, Sie sind nicht Kanzler. Das sagen Sie, natürlich bin ich der Volkskanzler. Ja, Herr Kicke, aber das stimmt doch nicht. Was stimmt nicht? Sie Vertreter der Lügenpresse, Sie linkes Gesindel, Sie. Ich muss doch wohl sehr bitten, Herr Kicke. Herr Karikatur eines Journalisten, Sie. Ich bin der Volkskanzler. Sie Hanswurst des Mainstreams. Herr Kicke. Sie werden Herr schon noch sehen, Sie tauchen nichts. So ein Kaschbau. Peinlich sind Sie, Herr Wolf, peinlich. Okay, das macht keinen Sinn. An dieser Stelle muss ich mich von allen Zusehern von Dreisat bedanken. Schöne Grüße aus Wien.